Vor 2 Monaten wurde ich lebertransplantiert, weil ich seit Geburt an eine Krankheit habe mit dem Namen PFIC Typ 3, progressive familiäre intraoptische Cholestase Typ 3. Und zu meiner Transplantation kam es, dass meine Leberwerte schlechter wurden und mein Juckreiz immer stärker, sodass ich abends nicht schlafen konnte und mich schlecht konzentrieren konnte in der Schule. Und deshalb habe ich meine Abschlussprüfung auch über Medit geschrieben. Ja, und wegen meinen Beschwerden wurde dann eine Lebertransplantation gemacht. Also meine Großschwester wurde vor 3 Jahren auch transplantiert und sie war halt sehr lange vor der Transplantation im Krankenhaus. Und ich habe auch miterlebt, wie die transplantiert worden ist und wie es ihr danach ging und worauf ich achten muss vor der Transplantation und nach der Transplantation. Im Alltag muss man sehr auf die Hygiene achten, weil das sehr gefährlich sein kann für das neue Organ und für das Immunsystem, weil man Immunsuppressiva nimmt, damit man auch nicht krank wird. Und beim ersten Jahr darf man auch nicht geimpft werden. Und es gibt Grapefruit, die darf ich überhaupt nicht essen, weil die gegen die Immunsuppressiva sind. Heute geht es mir mit dem neuen Organ sehr, sehr gut und ich kann wieder alles wie vorher machen und das Schlafen geht besser. Ich kann mich wieder konzentrieren auf die Schule. Also ich fühle mich sehr gut. Das Leben nach der Lebertransplantation ist meiner Meinung nach, also für mich, ein besseres Leben als davor. Und man soll seinen Körper dann schätzen lernen, weil ich glaube, früher, also selbst kranke Leute schätzen seinen Körper eher als gesunde Leute und die haben auch andere Sorgen und so. Ja, also das ist so, als ob man eine Chance hat, sein Leben mehr zu genießen.